Was brauchst du, was braucht man, um Amazon FBA-Händler zu werden? Wie verkaufst du Produkte über Amazon und verdienst damit dein Geld? Das wirst du in diesem Video erfahren. Dazu werde ich dir in diesem Video alle Punkte aufzeigen, die du wirklich brauchst, um erstmal zu starten oder allgemein, die du brauchst eben, um erfolgreich zu werden. Also sieh dir das Video unbedingt bis zum Ende an, wenn du daran Interesse hast, mit diesem Geschäftsmodell wirklich viel Geld im Internet zu verdienen. Ja, und damit herzlich willkommen auf dem Build Your Life Channel. Heute das Thema eben, was brauchst du, um zu starten? Dafür lass uns mal eben den allersimpelsten Punkt im Grunde genommen klären. Und zwar, da du natürlich jetzt, denke ich mal, in Deutschland bist und ein Geschäft aufziehen willst, mit dem du eben Gewinn erwirtschaften möchtest, ist es oder bist du vom deutschen Staat her verpflichtet, das Ganze anzumelden, also dein Unternehmen anzumelden, ein Gewerbe anzumelden. Dazu hast du verschiedene Möglichkeiten zur Rechtsform etc., also ob du eine GmbH machst, eine UG, ein Einzelunternehmen, vielleicht Kleinunternehmer, dazu verlinke ich dir mal ein Video in der Infobox. Wenn du da noch Entscheidungshilfe brauchst und noch nicht genau weißt, in welche Richtung da für dich gehen sollte, dass du da eben Sicherheit hast. Und das ist eben auch schon der erste Schritt, wie du dein Gewerbe anmeldest. Ganz einfach, du gehst einfach zum Bürgerbüro. In der Regel ist es da in deiner Stadt, Ort, wie auch immer. Und da kannst du das Ganze beantragen, direkt ein Formular ausfüllen und im Grunde genommen bist du mit diesem Formular dann auch Unternehmer. Später musst du noch ein paar Formulare ans Finanzamt senden, aber erstmals wirklich wichtig, dass du deinen Gewerbeschein hast. Das Ganze kostet dich zwischen 20 und 60 Euro, je nach Ort. Das kann ein bisschen unterschiedlich sein. Mittlerweile ist es auch in manchen Landkreisen und Städten schon möglich, das Ganze komplett übers Internet zu machen. Geh aber ruhig einmal hin. Das Ganze dauert vielleicht 30 Minuten, denn in die Liste oder in die Leiste, wo du eben einträgst, was du machst, also dein Geschäft beschreibst, da machen viele Leute Fehler und deshalb würde ich mir da einfach kurz helfen lassen vom Beamten. Und ja, das ist der erste Punkt. Umsatzsteuernummer etc. brauchst du dann später, um dich bei Amazon anzumelden beim Verkäuferkonto. Und dafür musst du dann die Formulare schon zum Finanzamt geschickt haben. Das dauert an sich ein bisschen. Aber bis du dein Konto bei Amazon erstellst, hast du schließlich auch noch ein paar Wochen Zeit. Denn erstmal können wir Produkt etc. klären. Wie das Ganze funktioniert, check meinen Channel mal ab. Zweiter Punkt, was natürlich klar ist, du willst ein Online-Business machen. Hey, natürlich brauchst du einen Computer und Internetanschluss. Egal, wo du auf der Welt arbeitest, Amazon FBA ist möglich. Es ist ein passives Einkommen, was du völlig ortsunabhängig betreiben kannst. Also du bist zu keiner Art und Weise gebunden. Du musst halt einmal nur das Gewerbe anmelden in Deutschland. Danach musst du eigentlich als Person so nicht mehr auftreten. Was du aber natürlich brauchst, ist Zugang zum Internet. Manche Leute, ich habe neulich mal ein Video gesehen, Amazon FBA starten vom amerikanischen YouTuber nur mit einem Handy. Ist mittlerweile auch schon möglich. Man muss allerdings ein paar Schritte outsourcen. Also hol dir, oder die meisten Leute, denke ich mal, haben schon einen Computer. Hol dir auf jeden Fall einen Computer. Nur mit dem Handy wird es einfach extrem mühselig und keine Ahnung, irgendwie als Unternehmer will man auch diese Tastatur, diesen Laptop-Lifestyle oder eben fester PC, je nachdem, auch einfach haben. Das macht auch total Spaß. Nächster Punkt, den du brauchst, da wir ja mit physischen Produkten handeln und im Handel allgemein tätig sind, ist natürlich ein Startkapital. Denn bevor du Produkte gewinnbringend auf Amazon verkaufen kannst, musst du sie erstmal einkaufen. Das Ganze ist natürlich nicht so teuer wie im Verkauf, also du willst ja schließlich Gewinn machen, es ist sogar deutlich günstiger, aber du brauchst schon so mindestens 2000 Euro, wenn du wirklich professionell durchstarten willst. Es gibt auch ein paar Geschäftsmodelle, zum Beispiel mit Retail, wie du vielleicht mit 100 oder 200 Euro schon anfangen kannst, aber würde ich dir an dieser Stelle nicht empfehlen. Wirklich 2000 Euro sind eigentlich so eine ganz gute Kennziffer. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, wie du mit 2000 Euro schon ein erfolgreiches Business starten kannst, schau dir doch mal bitte das Video hier an. Da zeige ich dir ein Produkt oder stelle dir ein Produkt vor, wie du 850 Euro im Monat verdienen kannst und das mit 2000 Euro Startkapital. Next Point ist die ERN-Nummer. Die ERN-Nummer ist eine Nummer, auch bekannt als ERN-Code. Vielleicht kennst du diese Codes, die wirklich auf jedem Produkt mehr oder weniger drauf sind, die dein Produkt speziell identifizieren. Also über diese Nummer kann man dein Produkt zurückverfolgen erstmal und eben auch das Unternehmen, was das Ganze rausgegeben hat. Und dafür brauchst du halt eben diese Nummern. Auf Amazon direkt brauchst du die zwar nicht außen am Produkt festmachen, aber du brauchst sie, um das Produkt anzulegen auf Amazon, denn Amazon erstellt für dich einen eigenen Barcode und der kommt letztendlich aufs Produkt drauf. Aber wie gesagt, du brauchst dafür die ERN-Nummer. Auch dazu gibt es schon ein Video auf meinem Kanal. So, und dann brauchst du noch, vielleicht nicht ganz so wichtig, oder vielleicht denken manche da jetzt nicht dran, aber du brauchst eine Postadresse. Du musst eine Adresse haben, wo Pakete hingeschickt werden können, und zwar nicht deine endgültige Lieferung, die geht ja direkt ins Amazon-Lager, nein, die Samples, denn die solltest du definitiv bestellen, um dich eben von der Qualität der Produkte später überzeugen zu können, damit du auch wirklich weißt, okay, der Hersteller bietet mir gute Qualität, dem kann ich vertrauen und da kann ich auch wirklich kaufen.
Die meisten Leute haben natürlich eine Versandadresse, aber vielleicht, wenn du zum Beispiel jetzt schon irgendwo im Ausland lebst, ist das Ganze nicht ganz so einfach zu handeln. Also kümmere dich darum, dass du auf jeden Fall Pakete erhalten kannst. So, und jetzt kommen wir wieder zu meinen Lieblingspunkten mit. Natürlich brauchst du den Willen. Du brauchst wirklich den Willen, du brauchst ein Ziel, du brauchst ein Anliegen, was dich jeden Tag antreibt, sozusagen ja, dieses Business wahrzumachen und wirklich Geld mit diesem Business zu verdienen. Denn wie jedes andere Business, mit dem du eigentlich viel Geld verdienen kannst, ist das keine von heute auf morgen Geschichte. Und es wird viele Tage gegeben, an dem du vielleicht nicht so motiviert bist. Zum Beispiel bei der Produktrecherche, wenn du dir denkst, oh Mann, ich habe jetzt schon 3 Stunden Produkte gesucht und habe noch keins gefunden. An dieser Stelle heißt es, glaub an dich, mach weiter, und um dieses Wissen, um dieses Mindset zu haben, brauchst du halt erstmal den Willen. Und ja, ohne den Willen, ohne wirklich den Traum zu haben, finanziell frei zu sein und sein Geld übers Internet zu verdienen, wirst du hier nicht erfolgreich werden. Und was du natürlich neben dem Willen auch noch brauchst, ist das Wissen. Jetzt das Wissen, wie du das Ganze aufbaust. Dazu kann ich dir natürlich direkt weiterhelfen. Entweder du abonnierst den Channel oder du holst dir direkt meine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ein Buch, was ich geschrieben habe, in dem ich dir wirklich Step per Step von A bis Z alles zeige, was du beachten musst, um erfolgreicher Amazon FBA-Händler zu werden und 5-stellige Umsätze im Monat zu machen. Und das Ganze schon nach 3 Monaten, also wirklich in einem relativ kurzen Zeitraum. Natürlich musst du dafür dementsprechend auch wieder den Willen haben, durchziehen und hustlen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Das waren sie, die Sachen, die du wirklich brauchst, um ein Amazon-Business zu starten. Natürlich gibt es dann Sachen, die du im Verlauf des Ganzen erstmal auch brauchen wirst. Natürlich brauchst du Produkte, du brauchst eine Produktidee etc. Solche Sachen, aber für den Start brauchst du wirklich die Sachen, die ich dir jetzt vorgestellt habe im Video. Also wenn du jetzt sagst, ich interessiere mich wirklich für dieses Geschäftsmodell, ich habe Bock damit Geld zu verdienen, werden wir uns, denke ich, auf jeden Fall wiedersehen, und bis zum nächsten Video sage ich ciao.